Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Das letzte Mal sind wir ja Oh, guck mal. Krähen, die sich nicht weiter bewegen. Cool. Das letzte Mal sind wir ja verzweifelt. Oh, ich glaube, es hat noch nicht alles geladen. Nö. Hat noch nicht alle Texturen geladen. Das letzte Mal sind wir verzweifelt. Auf dem Weg. Und sind mehreren sinnlosen Toten begegnet. Oh, hallo Doc Meat. Der hat immer noch die coole Rüstung an. Der Brille, ist mir die Brille eigentlich durch? Doc Meat. Setz dich wieder hin. So, das letzte Mal sind wir ganz falsch an dieser Rangang. Denn ich bin so doof. Ich benutze nie meine Minen. Dabei haben wir doch zum Beispiel Grundkuckenminen, die ziemlich geil sind. Rein theoretisch. Ja, wir spielen auch immer noch auf schwer. Ich probiere es trotzdem weiter. So, dann gucken wir mal. Wir haben einen, zwei, drei Supermutanten hier auf jeden Fall, aber es waren mehr als letztes Mal. Dann fangen wir mal wieder an, halt, mit dem Verdampfer. Na komm. Ihr wisst ja warum. Und dann schießen wir mal den ersten. Wo ist denn eigentlich der, der sich selbst in die Luft springt? Hm, keine Ahnung. So, der erste ist hinüber. Kommt der zweite. Oder auch nicht. Das war der dritte. Der hat sogar einen Raketenwerfer, den können wir uns nachher schnappen. Und da ist noch einer. Ah, hier muss noch irgendwo einer sein, sonst würde nicht Vorsicht dastehen. Das ist unsere Mine. Ja, wir zoomen natürlich nur die ran. Hier oben noch was? Ist das einer? Ne, keine Ahnung. Okay, wir rufen uns Doc Meat zurück. Doc Meat. Und ach, da! Hey, komm Mensch, schon. Bist du gut getarnt. Lauf doch nicht in die... Wenn er die Mine ausgelöst hätte, ne? Ah, da ist er ja noch, der andere. Wie war's? So. Headshot! Okay, das waren alle. Ich habe irgendwie das Wasser nicht einberechnet in meinem Plan, alle von dort hinten auszuschalten. Oh nee, war doch nicht alle. Ich Mund fressen. Was? Will ein Hund fressen?
What the fuck? Hässlicher Hund. What the fuck? What the fuck? Hallo, ich bin so gut rangegangen. Da kümmert sich einmal... Oh Mann, oh. Da kümmert man sich einmal um den Hund, der einen von hinten dann... Oh, demnächst werde ich öfter pingen. Ich merk's mir. Und vielleicht öfter schnell speichern. Ach Mann, das war so toll. Okay. Was? Okay, er speichert sich immerhin, dass wir das entdeckt haben. Dann probieren wir es jetzt mal ohne Mine, weil bisher hat es auch geklappt. Nummer 1, der ist leider runtergefallen, das war nicht. Ich muss halt zuerst den Raketenwerfer finden. Ich glaube, das ist er. Hilfe! Mach das Ding nicht bumm. Ah! Okay, da gehe ich zuerst auf den. Hässliches Vieh. Ja, man sollte halt auch treffen. Na gut. Wir haben Zeit. Ganz gut. Alles gut. Alles gut. Geht's gut? Komm an Land. Machst du gut? What? Warum hab ich nicht getroffen? Die hatte nur eine Planke. Du kommst mit, oder? Und? Psst! Los geht's! So, immer schön pingen, pingen. Das habe ich jetzt gelernt. Pingen rettet Leben. Ich lade mal schnell nach. Weil die Knarre ist echt, also gegen solche großen Viecher ist das das Beste, was man machen kann. Warum? Habe ich nicht getroffen? Ich muss das nochmal anschauen. Ich glaube, ich habe gezwinkert. Ja, na klar. Und? Ach, du hast schon so viel. Nun gut. Ach, Hund kann auch nichts mehr tragen, ist auch blöd jetzt. Das macht jetzt alles zunichte. Na gut, dann wären wir halt jetzt ein bisschen verstrahlt. Hier irgendwo muss auch noch der Typ liegen. Der liegt nun doch nicht hier. Ach Gott, ich kann gar nichts, ganz ehrlich.
Na komm her. Geht doch. Alles gut. Nachladen nicht vergessen. Ja, ich will es natürlich. Das ist ein bisschen eklig, ne? Sieht aus wie Raider, die da drin zerstückelt wurden. Naja, leck. Hund hat was gefunden. Und guck mir, was du gefunden hast. Ich habe natürlich Buff-Out. Ich könnte dir einfach Buff-Out nehmen. Okay. Hund? Ich mache einfach Folgendes. Ich meine, wir müssen ja sowieso, oder wir könnten sowieso mal vorsichtig vorangehen. Und das beinhaltet ja auch Schleichen. Dass ich das alles schleichend hier auseinandernehme. Und dann lege ich das irgendwo ab. Und dann komme ich nochmal her. Schwere was? Egal, es war schwer, das wir nehmen alle schweren Sachen mit. Haben wir ja gelernt. Das ist auch ein großer Kopf. Fleischsack. Okay. Schon ein bisschen widerlich. So, den hatten wir schon. Gott, jetzt müssen wir erstmal alles wiederfinden. Und es ist nicht gerade hilfreich, dass wir so langsam sind. So, gut umschauen. Gut umschauen. Irgendwo müssen die doch liegen. Ich frage mich auch, was das hier ist. Dieser Wasserpottich. Und geh da nicht rein, das ist ungesund. Hallo du. Ich habe die Vögel mal erlöst. Ach, was mir gerade noch aufgefallen ist, das letzte Mal, als ich wieder hierher gelaufen bin, sagen wir es so, musste ja wieder durch die Stadt, und da bin ich runtergerutscht von, ach, guck, da ist noch eine Falle, von so einem Dach, und, konnte mich nicht mehr bewegen, war praktisch festgeglitscht, wie auch immer. Und dann wollte ich, weil ich dachte, boah, ich bin total intelligent, ich mache Schnellreise. Schnellreise geht nicht im Fall. Ja, und Glitschen ist nun mal Fallen im Endeffekt. Leute, Bethesda, hallo, was habt ihr euch dabei gedacht? Man kann nicht im Fall bzw. im Sprung Schnellreise machen? Bitte was? Soll ich etwa meinen Speicherpunkt vor 20 Stunden dann neu laden, wenn ich mal irgendwo festglitsche oder was? Wenn ich Schnellspeicherung, wenn ich automatische Speicherung nicht aktiviert habe und kein Gronkh bin, der die ganze Zeit irgendwie, ist das eigentlich richtig, ich lese nicht, alle 5 Sekunden oder so schnell speichert. Was natürlich nicht schlecht ist, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Da hinten sind noch Sachen. Oh, ich habe gerade irgendwas gehört. Oder warst du das? Da hinten könnten wir eigentlich auch noch mal rein. Die Leuchtdinger, da haben wir ja schon abgesucht, glaube ich. Den da auch schon. Müssten... Hier waren wir. Oder? Waren wir hier? Das sieht alles so gleich aus. Ja, ich glaube, hier waren wir. Irgendwo ist auch noch einer reingeplumpst, ich weiß nicht, wo der ist. Das ist blöd. Oh nein! Nein, mach das Radio aus! Radio aus! Radio aus! Radio aus! Gut. Gut. Ich hab da mega Probleme immer. Wenn da tatsächlich mal ein Radio laufen sollte. Weil wir nun mal in Deutschland die GEMA haben. Und die GEMA denkt sich... Scheiß drauf. Alle
die irgendwie Musik machen, sind erstmal prinzipiell bei der GEMA, prinzipiell bei der GEMA, es sei denn, sie sagen was anderes. GEMA-Vermutung und so, ne? Und deswegen sind alle Lieder auf YouTube geschützt. So, wo waren jetzt diese Falle? Die hing da irgendwo unten dran. Boah, ich werde hier wahnsinnig. Da hinten waren wir noch nicht in der Kaschemme. Hier, die haben wir ja schon. Die Falle hing da. Komme ich an die Falle einfach so ran? Nachher. Oder vielleicht von oben, das ist eine Idee. Tap, tap. Ja, ich weiß, wir müssen dann auch rein. So. Falle. So. Schön neue Blechdosen gefunden. Das lobe ich mir. Wo sind die Kaschemme? Da hinten. Haben wir den Sack schon durchsucht? Ja, haben wir schon. Okay, da muss ich mir noch überlegen, wo ich das dann alles reinschmeiße. Kann ich eigentlich durch Springen ein bisschen schneller vorankommen? Na komm schon! Ich nehme gleich Buff out. What? What? Was zum Fick? Ist es jetzt dein Ernst? Ich habe ich schnell gespeichert? Sag, ich habe schnell gespeichert. Sag, ich habe gespeichert. Bitte. Nein! Nein, das geht doch nicht. Oh Mann. Ja, na gut, dann machen wir das ganz normal. Und, hallo! Nein, ich lasse alles drin, das ist eine extra lange Folge. Extra lang. Ja, er bleibt bisher wenigstens auf ihm. Oh Gott, ey. Du mit deiner lustigen Mini-Atombombe. Komm erstmal her. Komm mal her. Lauf ein bisschen näher. Eigentlich haben wir auch noch Zeit. Um einmal vorbei zu gehen. Ist ein guter Plan, oder? So, die haben uns mittlerweile schon entdeckt, ist ja kein Problem. Aus der Entfernung können die uns nichts anhaben. Ich lasse die erstmal wieder da aus dem Wasser kommen. Ich leier an meiner Kurbel und freue mich. So, wo ist der Hund? Habe ich doch gewusst. Nerviger Mutanten! Stirb! Du hässliches Vieh. So, dieser läuft wenigstens besser. So, ist mir jetzt egal. Ich stimme jetzt mal langsam vor. Ach, da ist er. So, jetzt haben wir wieder ein schönes, eine schöne Ladung für unseren Fatman. Und ich kann bestimmt gleich nicht mehr laufen. Na komm her. Na komm her. Wir rösten das Supermutant. Direkt für die Füße, so lobe ich mir das. Weiß ich denn noch, nicht auch noch einer? Scheinbar nicht. Wo ist denn
Ich mag das nicht, wenn die im Wasser sterben. Natürlich die alle nicht. Oben ist auf jeden Fall noch einer. Okay, noch geht's mit Tragen. So lobe ich mir das. Ah, da ist einer. Guck mal an. Durch die Treppe. Ah, weil es eine Wand ist. Achso, das Ding hat eine Hitbox. So. Und jetzt kann ich nicht mehr laufen. So lobe ich. Den habe ich noch nicht, ne? Da hinten muss ich noch gleich das Radio wieder anschreien. So, der hat den Raketenwerfer. Sehr gut. Jetzt habe ich auch wieder ein Raketenwerfer. Gut. So, gib mir schnell das Zeug her. Mach mal das Radio aus. Mach das Radio aus. Gut. So, alles easy peasy. Schlafen könnten wir eigentlich auch mal. Das heilt ja auch voll, ne? Ist gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt mal eine Stunde schlafen. Oh, ist natürlich auch schon abends. Ist vielleicht doch schlecht, wenn wir jetzt eine Stunde schlafen, weil wir dann die Leute nicht mehr sehen. Oh, die müssten ja leuchten, ne? Die müssten ja leuchten, rein theoretisch. Ach Gott, ich habe den Hund vergessen. Nein, ich habe den Hund vergessen. Na gut. Ja, und da kann ja auch sowieso nichts mehr tragen, also ist es auch nicht so schlimm jetzt. Das hatten wir schon, ne? Das da hinten haben wir auch schon gemacht. Dann machen jetzt wieder noch diese Kaschemme. Diesen Supermutanten. Okay. Gib mir da ein Zeug. Kann ich eigentlich den Helm dann auch tragen? Wäre cool. So, was ich jetzt erstmal mache, ist... Willst du mit mir drogen? Nee. Nein, Quatsch. Wir nehmen jetzt mal eine Runde Buff out. Und ich kann... Das hat nur 5 Punkte erhöht. Oh, wir 434 haben wir. Okay, das ging auch nicht mit Buffout weg. Ach ja. Gut, dann müssen wir halt jetzt so eine Runde laufen. Kann man eigentlich jetzt eine Anzeige? Oh, ich muss sowieso alles mal durchkommen. Ich muss mal wissen, ob ich jetzt abhängig bin oder nicht. Weil das ist doch relativ... wichtig im Spiel. Weil das nachträglich, also wenn man das Buffout dann nimmt, nicht mehr nimmt, beziehungsweise ist hier noch eine Geräuschfalle? Ne, sieht nur so aus. Ja, wenn man das Zeug halt dann nicht mehr nimmt, seine Drogen, dann kriegt man negative Skills, beziehungsweise negative. Was ist das denn immer? Obligatorischen Vögel, warte. Dann gehe ich gleich weiter. So. Ja, also dann bekommt man, also dann werden halt die Fähigkeiten, die man gespielt hat, runtergesetzt. So. Was natürlich nicht so geil ist. Gerade Intelligenz ist jetzt etwas, was schon relativ wichtig ist. Für mich zumindest. Komm hier rein, den Schirm. Ach so, ja. So natürlich, wenn er noch springen kann. Ach Gott, ich habe das Schuhmier vergessen. Ich rede und rede und krieg den Schock meines Lebens. Einmal Nuka-Cola bitte. Diese Arschlöcher aber auch, ne? Mit Bajonett? Raketenwerfer mit Bajonett? Habe ich jetzt wieder was ausgelöst? Oh Gott, ey, ich hab...
Oh Gott. Ist ja alles zu viel hier. Alles zu viel. Das sieht man aber auch nicht. Das ist so gemein angebracht. Wenn man da einfach reinspringt, wie ich natürlich, dann sieht man das auch nicht. Wenn man ja nicht vorher reingucken kann. Oh, ich hasse mich manchmal so. So. Gehen wir gemütlich noch auf die andere Seite und wir müssen eigentlich auch noch hoch. Dann machen wir erstmal alles außen fertig. Und dann gehen wir in der nächsten Folge auch dann mal rein. Endlich. Was ist denn dieses Geräusch? Ach. Guck mal an, hier will jemand raus. Hör auf! Nö, hört nie auf mich. Okay, so viel dazu. Die Autos sind schon alle explodiert einmal, oder? Wir gehen einfach mal weiter. Wir müssen jetzt eigentlich alle haben, ne? Ich glaube schon. Hier in dem Fleischsack war noch was. So. Die Rüstung. Patronen. Jede Menge Patronen. Und hier sind noch keine Gegner mehr. Das heißt, das erste, was ich jetzt gleich noch mache, sobald ich meine Sachen in diesen Blutsack abgelegt, Fleischsack abgelegt habe, ist schnell speichern. So, ich lerne ja doch so langsam aus Fehlern. Was haben wir noch? Maschinenpistole brauchen wir jetzt nicht. Planke. Raketen, ja, brauchen wir jetzt auch nicht. Halsplittermine könnten wir gebrauchen. Uschi nehmen wir natürlich mit. Mit Bajonett-Raketenwerfer. So geil. Impro-Gewehr. Okay. Halt. Schwere Supermutanten-Handschuhe. Ah, wir gehen mal von oben. So. Den Klingenhelm. Diese Rüstungen. Nein! Das war so nicht geplant. Waffen, Kleidung. Smilefelshut. Was aber hier alles reinkommt. Mein Schrott. Na komm. Gleich haben wir es. Jeden Moment. Sofort fertig. Kann ich nur noch um Jahre handeln. So. Und dann einmal, huch, nicht so natürlich, sondern so. Und dann gehen wir mal mit Hundi oder ohne. Wir gehen mal ohne Hundi jetzt einfach rein. Ich war jetzt natürlich noch nicht oben, stimmt. Tja.